Liebe Tiroler und Tirolerinnen, all ihr Lieben, ich wünsche euch für heuer ein wunderschönes Weihnachtsfest. Es ist das Fest der Liebe, des Friedens, des Lichtes. Und wenn wir auch zurückblicken und so manche Dunkelheit in diesem Jahr dabei war, so haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Dunkelheit im Kreise unserer Lieben umzuwandeln in innere Zufriedenheit, in Freude, in Glückseligkeit. Denn genau diese stille Zeit, insofern wir sie überhaupt nutzen, dass wir eigentlich das ganze Gedummel rund um Geschenke kaufen und hat man auch das Richtige für jeden gefunden und wird er sich auch freuen darüber und was wird die eine Tante oder der andere Neffe dazu sagen, wenn wir all das mal weglassen und mal weglassen, all diese Ungereimtheiten in der Politik, in der Wirtschaft, all diese Herausforderungen, wenn wir das alles weglassen und uns hingeben an diese, wie sie genannt wird, stille Zeit und in uns hineinhorchen und selbst ganz still werden und unserem Herzen wieder nahe werden und dann eine bestimmte Glückseligkeit und Zufriedenheit spüren und vielleicht hinaufschauen und sagen, danke. Dann, glaube ich, haben wir das Ziel erreicht, was uns diese Zeit und die Geburt Christi eigentlich sagen will. Dieses Jahr war, wie gesagt, gebeutelt von sehr vielen Ungereimtheiten, politisch, wirtschaftlich. Es sind Herausforderungen da, wie man wirtschaftlich über die Runden kommt. Oft wird diskutiert, wie kann man Familie und Beruf noch besser vereinbaren. Aber muss immer Familie und Beruf vereinbart werden? Eigentlich wäre es doch der Wunsch von sehr vielen, dass die Familie die eigentliche Berufung ist, dass man allein Hausfrau und Mutter sein kann. Oder auch mancher Vater wünscht sich, bei seinen Kindern zu Hause zu bleiben und dass dies endlich als Zeit für die Rente anerkannt wird und als Arbeit gesehen wird. Und nicht, dass es immer nur in eine Richtung geht, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und es muss immer noch mehr und noch weiter und noch größer gehen. Nein, vielleicht sollte man da mal sagen, stopp, eigentlich habe ich genug. Ich bin zufrieden. Ich bin so zufrieden, wie es ist. Auch wenn sehr viele jetzt den Gürtel enger schnallen müssen. Und es herausfordernde Zeiten werden. Dennoch sind wir selbst unser Glückesschmied. Und deshalb hängt auch das alles mit Freiheit und Selbstbestimmung zusammen. Wir entscheiden uns selbst, welchen Weg wir gehen wollen. Wir entscheiden selbst, wann genug für uns ist. Wir entscheiden selbst, wann wir zufrieden sind und ob wir noch mehr wollen. Wir entscheiden selbst, wann wir zur Ruhe kommen wollen und sagen, jetzt gebe ich mich dieser Stille hin. Und gleichzeitig, wenn man sich dem hingibt und dieser Stille, dann wird man eingehüllt in ein derartiges Gefühl von Freiheit. Und das Gefühl von Freiheit kommt aus unserem tiefsten Herzen und erfüllt uns mit Glück. Und genau das ist die wahre Freiheit von innen heraus, die wahre Selbstbestimmung und egal was außenrum ist. Außenrum können Unruhen sein, andere Menschen können zornig sein, es kann ein Unfrieden herrschen. Aber in uns tragen wir dieses Feuer, dieser Liebe, dieser Ruhe, dieses Friedens. Was nicht heißt, dass wir den Unfrieden oder den Zorn von anderen oder Kriege auf dieser Welt, dass wir die dann nicht sehen wollen. Nein, nein, wir sehen sie ganz klar. Was aber den Unterschied macht, ist, dass wir nicht Zeit und Kraft verlieren, um das Schlechte zu sehen, sondern dass man sich mit dem Herzen verbindet, um Lösungen zu suchen. Wie kann man es besser machen?
Wie kann es in Zukunft besser in Frieden zusammenzuleben sein? Was können wir selbst tun? Was können wir gesellschaftlich tun? Was können wir im engsten Familienkreis tun? Was kann die Politik tun? Und das soll unser Ziel für das neue Jahr sein. Dass wir nicht problemorientiert nach vorne schauen, sondern lösungsorientiert. Und daraus sollen wir die Kraft schöpfen, um ins neue Jahr zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Weihnacht im Kreise eurer Lieben. Für all jene, die alleine sind, wünsche ich Ruhe und Frieden im Herzen, dass sie auch dort zur Ruhe kommen und dennoch Freude am Weihnachtsfest haben und an den Weihnachtsfeiertagen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den man schon lange nicht angerufen hat, wo man oft daran gedacht hat. Vielleicht ist das jetzt die richtige Zeit, um das Telefon in die Hand zu nehmen und genau diese Person anzurufen. Denn genau diese Zeit macht uns offen, öffnet unsere Herzen für Dinge, die vielleicht schon lange angestanden sind und jetzt ist der richtige Zeitpunkt da. Für all das wünsche ich euch den Mut und die Kraft, dass ihr so wirklich von Herzen aus schön eure Feiertage und das Fest der Liebe und des Lichtes feiern könnt und begehen könnt. Und gleichzeitig wünsche ich euch die Kraft und den Mut und die Motivation, ins neue Jahr zu gehen, lösungsorientiert, nicht Zeit und Kraft vergeudend auf Problemen drauf zu sitzen und eben keine Hoffnung und kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, sondern lösungsorientiert. Denn da ist man klarer, man kann sehen, man bekommt selbst Hoffnung und Kraft weiterzumachen. Und genau das brauchen wir in diesen Zeiten, im neuen Jahr. Viel Glück! Aus tiefstem Herzen alles Gute und bis bald im neuen Jahr.